Gesunde Mischkost Teil 4, Obst und was kann ich sozusagen an Süßen gelegentlich essen. Ihr Lieben, ich bin Diätassistentin mit eigener Praxis, süß, bin die Frau Rose Fröhlich, bin heute voll raus hier gerade. Und stelle euch nochmal in Teil 4 vor, was im Ernährungsmaß, also in einer gesunden Mischkost, genutzt werden kann. In der Regel ist es so, dass man täglich 2 Stücke Obst verwenden kann. Und dass wir, wenn es um die Süßwaren geht, auch, halt, das war der falsche, dass wir Schokolade oder Kekse auch essen dürfen. Und wer mag, kann eine Handschale voll Nüsse verwenden. Es ist so, im Ernährungsmaß habt ihr die gesunde Mischkost. Ihr Lieben, der Fächer ist tatsächlich, wird nicht mehr neu aufgelegt. Wir werden die Restposten, die jetzt noch da sind, in den Verkauf geben. Also guckt immer, gibt meistens ja auch immer wieder einen Sale. Dann könnt ihr euch den sichern. Ihr habt immer Tipps und Tricks auf der Rückseite für verschiedene Kategorien. Den gibt es auch digital. Also ihr könnt ihn als Download auch als Sofort-Download nutzen und dann auf dem Handy, auf dem Laptop. Dieses hier jetzt der physische Fächer ja noch, aber er wird nicht mehr aufgelegt. Also nochmal zurück. Das heißt, ihr habt auch die Portionsmengen pro Person drin, pro Tag. Ihr habt immer die Portionsmengen mit der Handschale, Handteller oder die Prise zum Beispiel mit dem Finger, und es wird auch nicht abgewogen, sondern ihr könnt es mit einem Löffel definieren oder mit Becherglas oder Tasse. Das heißt, die Portionsmengen sind immer so gestaltet, dass ihr mit den Haushaltsprodukten, die ihr habt, auch die Mengen abwiegen könnt. So, ihr Lieben, dann haben wir Teil 4, wie viel Obst, 2 Hände voll Obst pro Tag, und ihr dürft gerne ein bisschen Schokolade essen. Die Menge für Schokolade ist in der Regel Handteller pro Woche, und da sagt man immer gelegentlich, das heißt, so eine Rippe Schokolade gelegentlich ist natürlich völlig okay, oder die Portionsmenge für Kekse sind 2-3 Kekse. Das wären ein Butterkeks zum Beispiel, wären 2 Handschalen, also Handteller groß, oder 2 runde Kekse passen ja auch auf den Handteller, wären dann 3 Kekse. Alternativ, wer mag und das verträgt, kann auch eine Handschale voll frische Nüsse mitverwenden. Das heißt, Nüsse haben ja gesunde Fette, könnt ihr also auch gerne einbauen. Wenn ihr also mehr wissen wollt, Rose Fröhlich Shop, findet ihr sozusagen den Fächer. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag, ganz liebe Grüße zu euch.